Hier bin ich. Möbel, hier gibt's hier zu sehen, oder was? Oh. Ja, ja. Alter Schwede. Tische. Boah. Alter, wie viel gibt's denn hier? Boah. Alex, danke für deine Dings. Ich hab das. Junge, wie viel gibt's hier? We need your fucking flash. What the fuck you going? Doing you? Yeah, say this, the Sage. Why you push, guys? Yo, Mann. Boah. Digga, ich schwöre richtig Sims jetzt. Boah, das wird so anstrengend. Ich kauf direkt meine Drogenpalette für 500 Euro, oder? Ja, wäre geil. Warte mal, eine Drogenpalette, wo gibt's die denn? Oh mein Gott! Kategorie Drogen. Frag mich nicht, warum Kategorie Drogen. Kategorie Drogen? Ja. Yo, Mann, braucht man dafür Bargeld? Ich glaube, das ist Bargeld, brauchst du für den Laden hier. Nein. Keine Ahnung. Nein, nein, ich habe eine Drogenpalette. Achso, hast du gekauft? Brauchst du das Bankgeld, ne? Brauche ich für meinen Keller. Meth-Setup, alles klar. Ich habe gehört, du machst da so eine richtige Drogenküche raus. Ja, ja, eine richtige Trap, habe ich doch gesagt. Läuft. Meth-Setup, Alter. Alter, Alter, yo, Kokain, yo, Mann, die haben ja alles. Pillen, Drogenbox, ein Päckchen. Alter, das gefällt mir. Wie geil ist denn das? Yo, ich brauch einen LKW. Was, ein LKW? Ja, müsste ich holen. Lagert man die Scheiße da rein, oder was? Nein, rein theoretisch nicht. Rein theoretisch kaufst du hier, gehst zu deinem Haus und bist fertig damit. Hm. Wie soll ich die ganze Scheiße hier schleppen, Mann? Boah, hier gibt's viel zu viel, Mann. Ich bin gerade bei Teppich, ja. Schränke. Aber soll ich das so auf modern machen? Oder so eine richtige Crackbude? Na, nicht schlecht. Nee, ich sehe mich bei einer Crackbude. Freaky Boy, danke dir für deine 5. Yo, ist das fett, Alter. Hier wird sich auch gekauft. Erbsensuppe, danke dir auch für deine 5. Wie wär's, wenn ich einfach alles kaufe? Nur zu. Aber ich kriege ja natürlich keine Prozente aus dem Shoppen, ne? Ja. Juhu. We have 3 Pusher and you're doing nothing, man. Yo, Pflanzen kann ich sehr gut gebrauchen. Dass du dich mit Pflanzen auskennst, das ist mir kein Problem. Yo, Mann, haben die hier kein Gras? Warte mal.
Was soll denn das? Kein Gras? Schmutz. Kaufen wir alles. Jeko, danke dir auch für deine 5 Gifte. Groß. Boah, dieser Sound triggert so heftig. Zwei Etagen hat das Ding, recht? Ja. Ah, dann mache ich oben modern und unten eine Crackhütte. Ja, das ist viel Arbeit, das Einrichten, ne? Ja, ich weiß. Und darauf hattest du keinen Bock, ne? Da bist du einige Stunden mit beschäftigt. Ja, merke ich. Weil du kannst die Möbel nämlich richtig haargenau platzieren. Ja. Und du wirst selber, du wirst an mich denken, wenn du damit anfängst. Du wirst dann sagen, warum habe ich damit nur angefangen? Aber irgendwann bin ich auch zu Ende, weißt du, ich meine. Ja, um Billardtisch? Ja, normal. Direkt mitnehmen. Ja. Ich glaube 1500 oder so hat das Ding. Ich weiß gar nicht. Einfach gekauft. Oh, jetzt habe ich mir einen Fernseher gekauft. Ich kaufe einfach alles. Jo. Ja, und die Bon brauche ich und davon brauche ich ein paar Stück. Die erkenne ich direkt an ihrer Stimme. Ich habe ihre Nummer gar nicht abgegeben. Was kann ich für sie tun? Oh mein Gott! Okay. Ja, um was geht's denn da genau? Hose auf Boden, Digga. Wenn sie schon so reden, dann ist dann wieder nichts Gutes. Ich kaufe mir das auch mal. Ja, so mittelmäßig. Ich habe eigentlich heute sehr gute Laune. Jesus, danke dir auch für den Zapke. Ja, sprechen Sie.
Scheiße. So. Hey, Bruder, entspannt euch. Was nehmen wir mit? Oh mein Gott! Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Dann müssen wir nicht zweimal hier. Einfach alles doppelt kaufen. Digga, ich schwöre, dieser Sound nervt, ne? Dünn, dünn, dünn. Ui. Play better, you fucking noob kid. Montek, Montek. So. Ui, Drogenpalette, Digga, davon. Päckchen. So, Meth Setup, davon brauchen wir mehr. Und dann brauche ich noch ein paar Tische. Can you stop? Früchtestand, Digga. Kabinett, danke dir für deine 5 Gifted. Kuss. Kuss. Die Double Cups. Play better, you fucking noob kid. We have 3 pusher and you're doing nothing, man. Nothing. Danke dir wieder für deinen 2 Subquests. Boah, dieses Geräusch! Mein Gott, Alter. Aus, Alter. Scheiße, irgendwie, das nervt. Dünn, dünn. Okay. Ich bin ja nicht wie Toast, der das nicht macht. Du meinst voll 300. Ach, Spaß. Ja, ich habe mir schon ein paar Sachen gekauft, man, entspannt euch. So, und jetzt zu deiner Villa? Ganz genau. Boah, wo waren die nochmal? Ich weiß selber nicht. Ja, doch, das siehst du auf Navi, so ein blaues Häuschen. Hier sind viele blaue Häuschen. Ah, hier. Yeah. Und das waren oben bei Blatthund irgendwo. Can you stop? No, next time for Prime. Oha.
Das war knapp. Einfach ganze Garage voll mit Graffitis machen wie Olafs Real House. Hier sind wir bei mir zu Hause. Ich würde Sie einmal bitten, um mein Grundstück zu verlassen. Na, Spaß, komm rein. Wir können dir dabei aber nicht helfen. Ja, ja. Das Einrichten musst du komplett alleine machen. Okay. Da dürfen wir auch nicht in deinem Haus aufhalten. Aber wir könntest uns mit einem Möbelstück erschlagen. Ja? Ja, ja. Ach so, ja. Das wäre natürlich nicht so gut. Ja, was mal, ich schau mir mal drin an, wie das funktioniert, ja. Ja, ja, mach das. Bist du noch in der 77? Ja, nee, ich komm rein. Ja, komm rein und sag uns, ob du durchziehst oder nicht. Jo. Jo. Linus, danke für den Prime. Oh, es wird geladen. So, wie mache ich das? Oh mein Gott! Boah, wie viel habe ich mir gekauft? Hä? Ich sehe den noch gar nicht. Push, guys. Hä? Unten? Hä? Oh nein. Okay, ich mach das später, aber. We have three pusher and you're doing nothing, man. Nothing. Was machen wir heute Abend? Jo, ich mach das heute Abend auf entspannt, Mann. Das hab ich mir gedacht. Das hab ich mir gedacht. Zu viele Kopfschmerzen, weiß ich, wie ich mein. Mhm. Ja, das ist nicht mal eben dahingestellt. Ja. Was soll ich machen, Alter? Lass mich mal zumachen. Verdammte Scheiße, kannst Mann. Kannst du noch nicht. Der Motor qualmt. Oder? Na, qualmt gar nichts, du qualmst. Oh. Aber musst du mir dann deine Einrichtung zeigen, wenn du alles fertig hast. Also ich mach das so. Die Oberetage ist ganz normal und die Unteretage wird meine Trap. Das heißt, da kommen Drogen hin. Alles. Hast du dir auch diesen Goldwagen für 50 Euro gekauft? Ja, ja. Erstmal Goldwagen von Wovi gekauft, weißt du? Plastikgold. Aber trotzdem flexen. Ab jetzt lauben wir dich aus, anstatt die Staatsbank, habe ich gehört. Ja. Haben die jetzt hier endlich mal auf? Die haben immer noch geschlossen. Wer?
Na, hier Luxury Cars. Die Wichser sollen mal arbeiten. Mhm. Oh, hast du das gesehen, Sosa? Da hinten an der Wand, da waren Graffiti. Graffiti? Ja, Graffiti. Graffiti. Da stand Sosa stinkt. Echt? Echt jetzt? Ja. Wo? Von dem Medic. Weiter. Genau vor dem Medic. Hier jetzt links an der Wand. Warte, bist du noch da vorne? Ey, Sosa, du hast ja viele Feinde gemacht. Welcher Wichser war das? Keine Ahnung, Mann, aber der hat Lech. Ich hab das. Schnauze! Meine Karre! Tut mir leid, warte mal. Da will ich einfach demütigen. Acht Tage nicht geduscht. Wahrscheinlich habe ich 8 Tage nicht geduscht, die Idiot. Ich find diesen Wichser, Mann. Ja, passt auf, Jungs. Dann würde ich sagen, ich gehe heute doch in den Dienst. Ich würde euch aber das Auto da lassen. Was mit meinem Praktikum? Ja, das können wir heute nicht machen. Das muss ich erst anmelden. Ja, machst du das? Kannst du das heute anmelden? Ich kann das anmelden, aber wann es komplett durch ist, müssen wir mit den Kollegen halt besprechen. Also mit den Obersten. Uiuiui. Ja, weil Heeres. Problem ist halt, Heeres war mega der Reinfall und das haben die gar nicht gefeiert, dass ich Heeres aufhab. Und deswegen wollen wir da jetzt anders drüber quatschen. Ist denn nur ein Praktikum, weißt du? Ja, genau. Ich denke mal, das geht schon klar. Ja, kannst du die Toiletten sauber machen? Ich würde sagen, ich gehe dann in den Dienst. Ich überlasse euch die Karre, aber fahrt mich wenigstens noch eben zur Dienststelle. Kein Ding. Steig da ein. Perfekt. Achso. Mach Scheinwerfer aus, Mann. Lunkai, danke dir für deinen 5 Sackbiss. Die sind doch jetzt, aus. Jetzt, ja. Okay. Kuss. Doch, das habe ich gehört. Hau rein, Mann, die Karre siehst du nie wieder. Ja, du weißt. Okay, dann raide ich jetzt die Platz in deinem Namen, ja? Okay, alles klar, mach ich. Mach, was du willst mit den Wichsern, ich bin doch eh nicht mehr bei denen. Ja, aber dann ficken die dich, die ficken dich. Die machen gar nichts, Mann. Doch, die nehmen dich richtig hart an den Rand. Das glaube ich auch so sei. Fick mein Arschloch. Isko, was machen wir? Ich habe keine Ahnung, Mann. Oh Mann, ich will auch mal bei der Bundeswehr. In Dienst. Ehrlich? Das ist so langweilig, Mann. Vor allem, weil du neu bist, du musst auf die Anweisungen von den anderen Spinnern hören. Ja? Yeah? Ja, natürlich, Mann. Nur weil du eine blaue Käppi oder so trägst, machen die dich runter. Und so wie ich dich kenne, will dir das keinen Spaß machen. Aber also ein Tag? Ja, ein Tag, aber das... Also, keine Ahnung. Was ist, wenn ich mich einen Tag richtig gut anstelle und die stellen mich ein? Und dann brauche ich die größte Scheiße dieser Welt. Ja, das wäre schon witzig so, aber... Also, ich hab's ja von Marcel gehört, dass es ihm gar nicht gefällt, wie die mit ihm leben. Fahr zum Baumarkt. Wo ist der? Moment. Ah, da. Oh. Fahr es hier hin. Ich muss Geld abheben. Achso. Ach, da drinnen. So. Oh, Alter, die Tür. Scheiß auf die Tür. Ist eh nicht unsere Karre.
Scheiß Automat geht nicht. Lass da einen. Oder rechts beim Büffelpark, rechts hier. Ja, ist ja beim Büffelpark, verdammte Scheiße, bin ich dumm. Da gibt's aber keine Baumarkt-Sachen, oder was genau willst du? Oh, Kopfschmerzen. Ja, Geld holen. Ach so, zum Geld holen, okay. Kannst du einmal warten, bis ich stehe? Schnauze! Okay, ab zu Dings. Ist im Navi. Dir ist schon bewusst, dass Herr Toast niemals seine 2 Millionen bekommen wird im Monat? In der Woche? Ja, ich wollte schon sagen, der will's pro Woche. Kriegt er niemals, Mann. Okay, ich habe alles. Wieso schreibt jemand I love ADAC und Allmann? Keine Ahnung. Also Allmann kann ich ja verstehen. Oh. Ey, der hat bestimmt Geld dabei. Sollen wir den auslauben? Zieh die Maske an. Oh. Hände hoch, du Wichser. Hände hoch. Dreh dich um. Ja, hoch die Flossen. Ich wollte eigentlich nur Yo, 10.000 hat er dabei. Oh Mann, davon gönne ich mir erstmal irgendwas zu essen. 10.000 also, hä? Ach, scheiße, gib mir dein Bargeld, Mann. Ach, scheiß auf ihn, Mann. Das geht nicht. Hör auf, erzähl dich wieder, du Wichser. Wo wollen wir hin? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt Brain. Ich brauche dafür Splay-Dosen dann. Ja, ich hab welche, ich hab welche. Aber nicht genug. Ich hab, ich hab 8. Ich kauf trotzdem welche, Mann. Man weiß nie. Warte. Jo, warum macht uns jeder nach, Alter? Wir fangen an zu sprayen und auf einmal sprayt die ganze Stadt. Keine Ahnung, Mann. Talentsetter sind wir, ja. Talentsetter? Talentsetter, genau. Fahr zum Büffelpark. Wo willst du es playen? Wollen wir erstmal dieses eine Dings wegmachen? Jo, siehst du dieses? Guck mal an dieser Wand. Siehst du dieses Barter Official? Was? Welche Wand? Guck mal. Fahr mal links. Fahr links. Links, einfach anders auf der Straße. Ach so. Guck mal jetzt hier rechts oben. Ja. Was, wenn ich da einfach rüberspray? Meinst du das auf der Blücke? Ja. Yeah. Oh, da wäre ich dabei. Aber wie komme ich da ran? Stell dir vor, ich spray einfach X-Roha dran. Hättest du noch 2 Plätze hier eben? Nein, Mann. Siehst du doch, die Karre ist voll. Ja, Mann. Ja, die Karre ist voll. Das Ding ist, kann man aus dem Heli aus sprayen? Ich glaube nicht. Lass mal versuchen. Du hast ein Heli, oder? Oh, warte, der Motor qualmt.
Mate, ey, lass uns Meli sprayen, lass uns Meli sprayen. Warte, lass mich kurz Dave rufen. Dave ist nicht da, glaube ich. Oh, oh. Ja, was machen wir jetzt? Der Motor qualmt. Der ist kaputt. Sehr schön. Ich nehme Motorrad raus. Ja, mach. Warte, nicht das, was im Kofferraum ist. Benzinkanister. Ja, was geht, Mann? Hi. Okay, da ist nichts. Hallo. Was geht, hallo. Tessa? Mit dem Fahrschulauto bin ich hier hingekommen. Hola, Herr Manus. Kann ich euch was fragen? Was? Ja, wo kennt ihr einen Typen, der Prince oder so heißt? Oh, hier liegt ein Verletzter. Wo ist dein Heli? Macebank, aber ich frag mich, ob ich das überhaupt darf. Darüber mal. Vielleicht drunter. Was, ja. Yeah. Glaubt ihr, ich darf das darunter sprayen und X-Ro hat? Also fliegen kann ich ja, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ob du da lang kommst. Ich mach's lieber nicht, weißt du warum? Weil wenn ich es mache, dann macht's jeder und dann am Ende sagen die, ja, der durfte das auch, weißt du? Oh mein Gott! Ja, ich verstehe deinen Punkt. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Okay. Ich mach's nicht, Chat. Weil dann kommt jeder Schwanz, Digga, irgend so ein... Keine Ahnung. Weiß nicht, schreibt dann sein... Also, was haben wir jetzt wohl? Neuer Plan. Ja, wir holen trotzdem Helikopter. Ich muss trotzdem irgendwo ach so. Aufhören, ja. Ach so. Du musst trotzdem was? Irgendwo ans Bett. Wie haben die das da oben hinbekommen? ADAC for life. Ja, das ist das Ding. Die kleinen Wichser werden immer besser. Hol einen Helikopter. Hallo Bas, danke dir auch für dein Sub. Ich weiß nicht. Isco, was sagst du? Glaubst du, es funktioniert? Ich weiß nicht, Mann. Komm. Verdammt. Ey, scheiße. Komm hoch. Ey, ich hab noch in einem Motorrad 100.000 Euro Schwarzgeld. Ich weiß nicht. Ey, aber... siehst du diesen MM Pascal? Was? Siehst du diesen MM Pascal? Der ist auch viel unterwegs, Mann. Ja, wer ist das? Irgend so ein Typ, Mann. Oh, ich versteck mich. Willst du lieber fliegen? Ja, bitte, bitte. Okay, wir machen es so. Ich spray aus dem Dach, ja? Wir versuchen das mal. Wo wollen wir das direkt versuchen? Weg zum Würfelpark. Wo war der? Hier, oder? Direkt unter uns, ja. Ja, versuch mal daran. Ich bin auf deiner Seite, ja? Ich bin auf deiner Seite. Da wo das andere steht oder wo? Ja. Also hier vor uns, ja? Nein. Was dann? Obwohl du kannst da links. Siehst du links? Ja. Ja, ich da. Probiere mal. Ey, nicht das gleich die Polizei. Warum kommt, steht da Big Fotze? Ja, keine Sorge. Ran wieder ran. Bisschen mehr ran, Mann. Ja, warte, stress mich nicht.
Okay, probiere mal. Warte. Jo, Mann, es geht nicht. Wie, es geht nicht? Ich kann hier nicht gehe mal bisschen weiter vor, so hier. Es geht nicht. Wir haben diese Spinne das hinbekommen. Ich verstehe es nicht. Land mal oben drauf, land mal oben drauf. Oh, oh. Jo, jo, Isco, Amena. Land. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen, ja. Scheiße. Land, land, land. Okay, sehr gut. Danke dir. Ey, mach keinen Schritt vor, bitte! Oh, oh mein Gott! Oh. Es geht nicht. Ey, Sosa, ich habe keine gute Erfahrung mit dir so an hohen Stellen. Bitte geh da weg. Hm. Wie haben die Wichser das gemacht? Kann man sich irgendwie... Hm. Hey yo! Ja? Glaubst du, wir kriegen einen Feuerwehrwagen? Ich glaube, mit dem kann man ja hochklettern. Ja, aber die geben das doch nicht raus. Was, wenn wir einen klauen? Ja, das wäre logisch. Hm. Digga, warum war es klar? Warum war es klar? Digga, es ist unmöglich da zu sprayen. Es ist unmöglich. Wie haben die Wichser das hinbekommen? Wie haben die Wichser das hinbekommen? Auf LKW kommt man doch nicht so hoch. Zwei LKWs aufeinander. Kurz Dings gemacht, oder was? LKW auf Abschlepper. Malcolm, danke dir für deine 5000 Bits. Digga, ich raste aus! Spendet 500 Bits. Bei einer Wette wäre ich jetzt reich. Nein, das war offen. Alex, der Helikopter war doch offen. Ich hab den doch extra aufgemacht. Doch, nein, ich habe doch einmal mit Karabiner geschossen. I'm a gorilla in a fucking coupe. Can you stop? Ey, ich raste aus, Mann. Ey, Mann, Alter.
Ich bin am Würfelpark, warum ist da kein Medic? Play better, you fucking noob kid. Tekton, danke dir für den Prime. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, irgendein. Ich glaube, ich muss Feuerwehrauto klauen. Das wäre Premium. Rufen Medic. Ist das Sosa? Weiß ich nicht. Mein Perso. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Jo, ist Sosa. Nein. Bin ich noch gesucht? Ach du heilige Scheiße. Was mir passiert, Mann? Ich hab ein Dispatch rausgeschickt. Wie? Wie? Keine Ahnung. Ah. Morato, danke für den Zug. Ey, Mann. Also von der. Alman. Wenn ich mir das hier so angucke, wird's passen, wenn der von da oben runtergesäbelt ist. Wenn er. Das würde ich von der Kante her. Entweder das. Oder den hat sie komplett beim Straßenüberqueren weggescheppert. Von dem Auto. Ja, auch nicht. Nichts Neues. Na, top. Aber da frage ich mich, na, wo sind seine Freunde da? Hä? Wo sind die immer? Die sind doch sonst immer dabei. Dann liegt er hier, dann sind sie weg. Ja, Real Talk. Ja, tolle Freunde. Real Talk. Ich hoffe, dass die Medics jetzt nicht allzu lange auf sich warten lassen. Play better, you fucking noob kid. Ich klappe mein Handy mal auf. So will er denn jetzt. Sosa! Oh, oh mein Gott! Sie sind genau wer? Isko! Okay, kennen Sie den Herrn? Ja, ich habe gesehen, wie er hier angefahren wurde. Er wurde angefahren? Okay. Ja, also nicht so schlimm, aber. Naja, nicht so schlimm ist gut, er ist bewusstlos. Ja, genau, also, oh Mann. Ey, wissen Sie, von was im Auto der angefahren wurde? Wo der lang gefahren ist? Ich glaube, der ist wieder weiter da lang gefahren. Okay. Was war das für ein Auto? Farbe, irgendwas? Haben Sie das sagen, irgendwas? Das war eine Orange, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht genau, was für eine Modell. Erstmal Hustler ficken. Ich würde trotzdem mal bitten, weil wir hier auch mitten auf der Straße stehen. Ja, stimmt, ich gehe zur Seite, ja. Dass wir vielleicht sich einmal auf den Bürgersteig postieren. Da dass bin wir sie hier. Echt, ja. Jo. Ich gehe mal kurz in Funk. Ja, geh mal in Medic-Funk. Ich hab schon wieder das Gefühl, dass die wieder irgendwo rumchillen und unser Dings nicht anfangen. Oder die sind wieder nur zu zweit im Medic für Pulcom. Wir brauchen mal wieder ein RTW beim Würfelpark. Wir haben auch schon Dispatch geschickt. Hier liegt der Herr Sosa bewusstlos. Er wurde angefahren. Ja, ganz genau. Kommen die jetzt endlich? Ja, somit. Ey, Mann. Ein RTH von euch ist über dem Würfelpark. Kann der sonst direkt mal zu uns kommen? Der landet jetzt aber nicht mitten auf der Straße, oder? Wir stehen hier mit Blaulicht neben der Würfelparkgarage, hinter ihnen quasi jetzt. Der wird sowas von mitten hier auf der Straße landen. Au, oh, was macht der? Boah. Uiuiui. Sehr gut, endlich ein Medic da. Ey, wenn ich jetzt drauf gehe. Alter, lass dich aus. Gibt man eigentlich bei den Medics eine Igel-Ausbildung oder darf man, sobald man einen Flugschein hat, die Dinger fahren? Der Medic. Doch, das ist einer. Die hat eine Hochzeit heute. Und, grüße sie. Okay. So. Der Herr Sosa ist anscheinend angefahren worden. Ja, alles klar. Hochzeit, Digga. Hm.
Sollten vielleicht ein bisschen vorsichtiger beim nächsten Mal beim Fliegen sein, ihre Flügelspannweite ist relativ groß, das war ja knapp. Ja, das habe ich gemerkt, danke. Nee, sieht schon schlecht aus. Ich nichts mehr. Kein Puls, schlecht keine aus. Atmung, ja. Sind jetzt ziemlich schnell getroffen haben, den Kollegen. Ne. Ja, wie gesagt, wir wissen nur, dass er angefangen wurde. Ja, ne. Aktuell nicht, danke. Ne, den kriegen wir nicht zurück. Ah, dann denken ich nicht. Ah. Alles klar. Oh. Yo! Digga, er ist einfach beim Krankenhaus tot, Digga, er hat's geschafft. Ist hier jemand im Funk? Jib und der Babo, danke für eure Primes. Isco, der Wichser. Ich war vorher mit ihm unterwegs. Falscher, falscher. Ja. Hallo? Ja. Kannst du mich beim Krankenhaus abholen? Ich war vorher mit dir unterwegs. Warum bin ich im Krankenhaus? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, hol mich ab. Ja, ich bin sofort da. Ja. Yeah. Kannst Hartmut rausnehmen. Ey, mach mal raus hier. Can you stop? Sind die Möbel jetzt weg? Nee, oder? Oh Mann, du schaust gar nicht gut aus. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Ja, Mann. Was machen wir? Ist Marcel da? Nein. Der ist bei einem Zahnarzt. Oh, aber natürlich. Ja, Mann.